Diskriminierung. Für die einen ist es ein Begriff ohne persönliche Erfahrung, für andere hingegen eine Alltagserfahrung. Diskriminierende Äußerungen sind schmerzhaft, sie grenzen aus und im schlimmsten Fall schüren sie heftige Gegenreaktionen. Ein demokratisches Miteinander erfordert Respekt und Toleranz und bietet keinen Platz für Diskriminierung. Umso wichtiger, dass bereits in der frühen Kindheit demokratische Werte vermittelt werden und mit Kindern darüber gesprochen wird, dass Toleranz und Respekt wesentliche Eckpfeiler davon sind. Zum Wohle aller. Willkommen beim Fröbel-Podcast für pädagogische Fachkräfte zum Thema Alltagsdiskriminierung. Mein Name ist Christine Beitz und ich begrüße Stefanie Leier-Okongo. Hallo Laia, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Laia, du machst so viele tolle Sachen, dass ich vermutlich gar nicht alles zusammenfassen kann. Aber ich versuche es mal. Du bist freiberuflich tätig, schreibst Gedichte, Texte und Bücher, fotografierst, singst, moderierst und gibst sogar Seminare und Workshops. Du beschäftigst dich mit den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Intersektionalität, Liebe und Heilung, Identität und Biografie, Macht und Privilegien, Mehrfachdiskriminierung, Empowerment und Sensibilisierung. Du trittst aktiv für diese Themen ein und hast vermutlich auch deshalb Ja zu diesem Podcast gesagt. Absolut, natürlich. Und damit wir und die ZuhörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen, würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen. Ich nenne es Lückenfüllung. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich sage einen Satz und du beendest ihn einfach. Bist du bereit? Absolut, sowas von. Ich bin bereit geboren. Sehr gut. Okay, dann kann's losgehen. Morgens nach dem Aufstehen. Öffne ich das Fenster und gieße meine Blumen. Meine Gedanken, bevor ich hier ins Büro kam heute. Oh mein Gott, wie aufregend. Ich hoffe, ich werde Semmel es nicht. Ich brauche unbedingt in meinem Leben. Musik, ein Stift und ganz viel Erdbeereis und Schafskäse. Sehr gut. Humor ist für mich. Absolut wichtig und gehört einfach dazu. Ich habe einen sehr wunderbaren, kindlichen, noch übrig gebliebenen Humor und höre damit nicht auf. Das ist auch gut so. Wenn ich an den Feierabend denke. Dann ist es noch lange hin und gleichzeitig immer ein schöner Moment, weil es heißt entspannen. Um gut bei mir zu sein, brauche ich? Brauche ich gute Menschen um mich herum, brauche ich aber auch Ruhe und Reflexionszeit und Stifte. Eine meiner Lieblingserinnerungen aus der Kindheit ist? Absolut der Garten unserer Familie, wo ich mit meiner Schwester sehr intensiv gespielt habe und wo wir einfach wirklich eine wunderschöne Zeit hatten und wo ich auch nochmal lernen durfte, dass Erwachsene auch ein Bedürfnis haben zu spielen und das einfach ein wichtiger Punkt war in meiner Großwerdung, dass Erwachsene auch Lust haben, mit Kindern zu spielen und das ist, glaube ich, nicht so, erlebt man nicht so häufig. Danke. Zu einer gesunden und guten Kindheit gehört für mich? Lachen, spielen und ja, einfach Umarmungen und Liebe. Und jetzt genau das Gegenteil, Diskriminierung ist für mich? Eine Situation, die einen davon abhält, einfach gut leben zu dürfen, die Schmerzen verursacht und Menschen einfach nicht in ihr höheres, schöneres Ich kommen lassen kann und sie halt Kraft, sehr viel Kraft brauchen, um da durchzukommen. Und damit sind wir tatsächlich auch schon mitten im Thema. Laia, ich habe eingangs schon berichtet, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema Biografie und auch Identität auseinandersetzt. Da würde ich gerne ansetzen. Welche Erfahrungen aus deiner Kindheit bzw. deiner Kindergartenzeit waren prägend für dich? Meine Kindergartenzeit war eigentlich eine unglaublich schöne Zeit. Mein Kindergarten war schräg gegenüber von meiner Wohnsituation. Und es war halt immer, man konnte eigentlich über die Wiese gehen. Und auch als ich schon fast in der ältesten Gruppe war, durfte ich manchmal alleine nach Hause gehen. Weil es nun über die Wiese ging. Kindergartenzeit war ein sehr liebevoller Ort und Kinderzeit überhaupt. Ich war ein Kind, was sehr traumatisiert war, sehr viel geträumt hat und demnach war Kindheit für mich auch immer auch ein Weg, irgendwie zu gucken, wie kann ich groß werden, wie kann ich jeden Tag irgendwie in meine Kraft kommen. Und
Deswegen habe ich ein Umfeld gehabt, was sehr liebevoll war. Und trotzdem war aber meine eigene, meine frühkindliche Geschichte auch keine einfache. Und deswegen musste ich da mal sehr gucken, wie ich die Balance finde. Also es war sehr künstlerisch und ich habe sehr viel gemalt und sehr viel gezeichnet, sehr viel geträumt, sehr viel mit meinen Kuscheltieren gespielt, aber auch mit meinen Geschwistern. Und es war für mich halt notwendig, um irgendwie die ganzen Traumaerfahrungen irgendwie zu verarbeiten. Magst du uns zu deinen Traumaerfahrungen kurz einen Einblick geben oder nur, wenn es für dich auch okay ist? Alles gut. Meine Eltern waren Freiheitskämpfer in Namibia. Also sie haben sich dafür eingesetzt, dass Namibia unabhängig wird von Südafrika, von dem weißen Südafrika, von der Vorherrschaft und von dem Apartheid-System in Namibia. Meine Mutter wurde sehr früh schwanger mit mir und ist dann verletzt worden. Und mit dieser Verletzung ist sie nach Berlin gekommen. Und diese Verletzung, die sie hatte, haben auch sozusagen Einfluss auf meine Gesundheit gehabt, weil sie sozusagen auch meinen Körper betroffen haben. Also gerade auch diese Schüsse, die sie abbekommen hat, die haben auch mich im Mutterleib getroffen. Und ich bin halt mit einer Hemiparese, mit einer spastischen Halbseitenlähmung zur Welt gekommen und mit den ganzen Folgeerscheinungen der Krankheit, der Geburt und den Krankheiten, die meine Mutter halt mitgebracht hatte, zur Welt gekommen und meine Mutter war selbst so traumatisiert, dass sie sich selbst nicht um ihr eigenes Kind kümmern konnte, nicht wirklich kümmern konnte. Ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden, die sehr, sehr liebevoll war, die auch später zu meiner Familie, die meine Familie wurde. Und nach 1,5 Jahren mussten wir beide wieder zurück, in den Krieg zurück und haben dort sehr viele schlimme Sachen erlebt. Und dann konnte ich wieder zurück, allerdings ohne meine Mutter. Also die Regierung hat das Kind wieder zurückgeschickt und ich bin halt alleine wieder nach Berlin gekommen und bin halt seitdem hier dann aufgewachsen und konnte hier groß werden. Naja, 1,52 groß werden. Danke, dass du uns die Einblicke gegeben hast, auch in diese sehr, sehr schwierige Zeit. Du hast es eben gerade schon angesprochen, die Apartheid, Unterdrückung der Schwarzen und so weiter. Wenn wir in den Kita-Kontext gucken und sagen, gibt es das heute noch? Ist das heute noch so aktuell? Ne? Ich würde jetzt mal unterstellen, dass die wenigsten Menschen, gerade im pädagogischen Feld, die Absicht haben, zu diskriminieren. Wenn mich jetzt aber eine Kollegin fragt, warum macht ihr diesen Podcast eigentlich? Das brauche ich mir ja eigentlich gar nicht anhören. Warum ist es eigentlich so wichtig, darüber zu sprechen? Diskriminierung ist ein System, gerade auch wenn wir über Rassismus sprechen oder auch über andere Diskriminierungsformen, geht es immer darum, dass es ein System ist, was sich über Jahrhunderte lang geprägt hat und über Hunderte lang in unser Denken eingepflanzt hat. Und wir tun es nicht absichtlich. Wir sind nicht damit geboren, mit einem, ich möchte jetzt sozusagen Vorteile haben, meine Machtposition dafür nutzen, um andere Leute sozusagen zu denunzieren und ihr Leben sozusagen zu verschlechtern. Es ist Teil unseres Systems, aber wir sind nicht damit geboren worden. Und Diskriminierung geht uns alle an. Also es ist einfach ein Punkt, wo wir nicht drum herum können, uns damit auseinanderzusetzen, was für Bilder haben wir mitbekommen, wie gucken wir auf Schönheit, auf Wissen, auf Herkunft, auf Ökologie, auf Ökonomie, also alles, was unser Leben ausmacht, hat immer einen Ursprung auch in Kolonialstrukturen und führt darauf zurück, wie sozusagen Diskriminierung sich eingepflanzt hat und immer wieder dafür gesorgt hat, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die ein Oben und ein Unten haben. Und wenn wir das im Kindergartenkontext uns angucken, können wir einfach davon ausgehen, dass Kinder sehr früh lernen, wie diese Welt funktioniert. Und sie lernen sie unbewusst und wir merken oft nicht so richtig, okay, es gibt eine Vorstellung von etwas. Und diese Vorstellung prägen diese Kinder. Und diese Kinder werden zu jungen Erwachsenen und werden irgendwann zu Erwachsenen. Und deswegen können wir uns schon in dieser jungen Zeit auch damit beschäftigen, wie wenn wir über Hautfarbe sprechen oder über wer kann was eigentlich wie spielen oder wer kann, wen hören wir eigentlich zu, welche Geschichten werden erzählt und so weiter und so fort. Und das hat eben auch was mit Kindergartenkindern zu tun und deswegen sollten wir auch darüber sprechen dürfen und sollten darüber reden. Vollkommen richtig, sehe ich auch so. Und
Dann kommt aber immer wieder auch der Punkt, wo man sich so in Momenten, wo man sich so auf die Zunge beißen möchte, so denkt so, ach Mensch, erst denken, dann reden, weil man auf einmal was gesagt hat, was eigentlich ist die Person gegenüber, fühlt die sich jetzt diskriminiert durch mich oder was meinst du, wie kann man da vielleicht ein Gleichgewicht schaffen? Ich glaube, es geht immer ums Lernen und ums Zuhören. Es geht darum, ein Umfeld zu beschaffen, was sozusagen diese unterschiedliche Diskriminierungserfahrung macht, um halt wirklich zu bemerken, okay, wow, ich kann, wenn ich jemand nahe bin, dann merke ich, wie die Person lebt und was deren Alltag ist. Und wenn ich sozusagen in meinem Freundinnenkreis oder in meinem beruflichen Umkreis so diverse Menschen wie nur möglich habe und auch dem nahe bin, dann wird mir das immer weniger passieren, weil ich ja weiß, wie die Person lebt und was die Person für Erfahrungen macht. Und da finde ich es wichtig, dass es eine Möglichkeit ist, um das sozusagen abzubauen, um immer wieder, und eben aber auch lernen. Also Texte lesen, Bücher lesen, Leuten zuhören, immer wieder zu gucken, was sagen eigentlich Betroffene zu welchen Themen, wie nehmen die ihre Welt wahr und wie nehmen die Welt wahr, in der sie leben. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, okay, was kann ich eigentlich mit meinen Privilegien tun? Was kann ich sozusagen verbessern? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Räume kann ich mitgestalten? Wie kann ich es schaffen, dass ein inklusiverer Gedanke, und ich meine nicht nur inklusiv in Bezug auf Behinderung, sondern inklusiv auf alle möglichen Lebensumstände, auf alle möglichen Diskriminierungsformen, wie kann es aussehen, dass Menschen sich da wohler fühlen und dort angenommen fühlen und dort einfach sie sein können mit all ihren Facetten. Und das finde ich auch wichtig. Ja, wir haben ein paar Stimmen aus unserer Praxis einsammeln können und sind sehr glücklich darüber. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen und die uns so zahlreiche Eindrücke spiegeln konnten und uns ein paar Einblicke in ihre Praxis gegeben haben. Ich bin Greta Scharek aus dem Fröbel-Kindergarten an den Klutwerken in Köln. Wir haben ein Kind, es hat eine weiße Mutter, einen schwarzen Vater und wir wissen gar nicht so sicher, ist das Kind dann schwarz? Benennen wir das als schwarz? Müssen wir es überhaupt benennen? Aber wenn es eben thematisiert wird, brauchen wir ja Vokabular dafür. Es wird sehr, sehr oft thematisiert, auch unter den Kindern. Natürlich ist es einerseits eine kindliche Neugier, auf der anderen Seite ist da einfach auch schon eine Prägung bei manchen Kindern zu Hause passiert, die dann dieses Kind ansprechen auf die Hautfarbe, auf seine krausen Haare, auch teilweise ungewollt das Kind anfassen. Und dadurch fühlt sich dieses Kind massiv unter Druck gesetzt. Es fühlt sich unwohl mit der Situation. Und natürlich ist es da unsere Aufgabe, zum einen das Kind aufzufangen und ihm Sicherheit zu geben, zum anderen eben auch dieses Interesse der anderen Kinder als Interesse anzuerkennen und eben dahin weiterzuarbeiten, dass es sich eben zu einem gesunden Interesse am Mitmenschen entwickelt und nicht in eine Richtung von Rassismus. Und da eben Aufklärungsarbeit zu leisten, ohne selbst das richtige Vokabular zu kennen und mit eigenen Unsicherheiten, ist einfach enorm schwierig. Also erstmal herzlichen Dank für die Frage auch und der Punkt da drin. Und ich glaube, dass es wirklich sehr viele, 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 viele Menschen, die sich dort in diesen, oder die sich damit auseinandersetzen müssen und wollen, diese Frage dort ganz oben steht. Für mich bedeutet es einfach, Dinge benennen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Frage, es ist okay zu sagen schwarz und es ist okay zu sagen, das Kind hat eine braune Hautfarbe und es ist okay zu sagen, das Kind hat eine helle Hautfarbe und es ist okay zu sagen, das Kind ist weiß. Und es gibt sozusagen genug Kinderbücher, die das auch so benennen und sagen, okay, ja, dieses Kind ist sozusagen, hat einen Elternteil, der schwarz ist und einen Elternteil, der weiß ist und deswegen wird sozusagen das Kind immer auch eine dunklere Hautfarbe haben und wird braun sein und das sind politische Kategorien. Also schwarz und weiß sind politische Kategorien und ich habe in meiner Familie auch die Situation gehabt, dass ein Kind in meiner Familie gesagt hat, aber schwarz mag ich gar nicht zu sagen. Ich möchte gar nicht schwarz sagen. Und lernen musste sozusagen, dass es erstmal nur eine Beschreibung ist von einer Kategorie, die aber noch nicht die Hautfarbe beschreibt. Denn niemand von Menschen, die weiß sind, haben eine weiße Haut. Und das ist sozusagen immer nochmal, dass es da zwei verschiedene Aspekte gibt. Und ich glaube,
dass wir das üben können, dass es immer wieder geübt werden kann. Okay, es gibt Kinder, die sozusagen so sind und Kinder, die so sind. Und dass es sozusagen gar kein Problem darstellen kann, wenn man das immer wieder lernt und immer wieder benennt. Und dann ist es irgendwann eine Normalität. Und ich glaube aber auch, dass diese Neugier, die ist trotzdem verwurzelt. Also ich finde es schwer zu sagen, dass das sozusagen eine kindliche Neugier ist. Also aus meiner Perspektive, aus meiner schwarzen Perspektive, finde ich das unglaublich oder finde ich es schwerer, das so zu benennen. Mhm. Ich sehe das auch an meiner Geschichte, wenn ich sozusagen an meine Freundinnen denke, die in meiner frühen Kindheit fast alle weiß waren, oder auch an meiner weißen Schwester zum Beispiel, wo ich dann merke, okay, für die war das, diese Fragestellung oder dieses Angucken oder Anfassen war für die nie eine Realität. Also, weil sie von Anfang an einen Umgang mit mir hatten und das für sie von Anfang an kein seltsames Thema war, wo sie so kein neugieriges Thema waren, sondern es gibt Menschen, die sehen so aus und es gibt Menschen, die sehen so aus und es gibt Menschen, die machen diese Erfahrung und es gibt Menschen, die machen diese Erfahrung. Und das auch zu benennen, zu sagen, hey, du kannst zwar gerade neugierig sein, aber was glaubst du denn, was das mit dem Kind macht, was deine Neugier, und du bist jetzt zwar ein Kind, was neugierig ist, aber im Laufe des Tages sind es aber 100 Kinder, die neugierig sind. Mhm. Und das muss ja so ein Kind erstmal aushalten und da muss geguckt werden, wo möchte ich eigentlich den Fokus hinsetzen und wer sollte eigentlich die Aufmerksamkeit bekommen. Und ich verstehe schon auch den Gedanken, naja, wir wollen die Neugier nicht unterbinden und gleichzeitig aber auch zu bemerken, dieses Kind, was diese Erfahrung des immer wieder Anguckens, Anfassens, immer wieder Erfragens, Befragens erleben muss, das macht es ja nicht nur einmal am Tag durch, sondern viel, viel mehr. Und da sollte auch der Fokus hingehen. Wie kann dieses Kind empowered werden? Wie kann dieses Kind bekräftigt werden, um da irgendwie gut rauszukommen? Also ich glaube, das ist immer wieder eine Frage von Praxis. Also Bücher rausholen, Kinderbücher rausholen, das über Bücher machen und nicht über die Person selbst. Also über Geschichten, über Hörbücher oder was es nicht alles so geben kann, um über das Thema zu sprechen, aber nicht die Person direkt in den Fokus rücken zu müssen. Mhm. Damit sich das Kind natürlich auch nicht denunziert fühlt oder absolut. Sonst etwas. Mhm. Verstehe ich. Wenn ich jetzt gucke, wir haben eine total diverse Landschaft auch, was unsere Einrichtungen anbelangt und natürlich auch die Orte, wo sie sich befinden, ne? Von eher dörflichen Strukturen hin bis zu Großstädten, so wie hier in Berlin, wo Vielfalt natürlich nochmal anders gelebt wird und auch, ja, ich sag mal, tatsächlich von außen gezeigt wird. Wie kann es eine Einrichtung, die vielleicht nicht so divers aufgestellt ist, was die Kinder, die Elternschaft, Familien und so weiter anbelangt, wie kann die es schaffen, Vielfalt in die Einrichtung zu bekommen, ohne dabei ja plakativ zu wirken vielleicht auch einfach? Ich glaube, dass es wirklich nicht so einfach ist. Also ich sag's ganz ehrlich, das ist nicht einfach. Ich glaube, das kann auch wieder über viel Material, über Bücher, über Menschen, die sich einladen können, die Geschichten erzählen, über Erwachsene, die vielleicht zu Besuch kommen, über Austausch. Das ist Teil des Alltags ist. Wir gucken uns alle möglichen Bücher an. Wir gucken uns Bücher an über Kinder, die vielleicht eine Behinderung haben. Wir gucken uns Bücher an über Kinder, die sozusagen Elternteile haben, die sich als queer verorten. Wir gucken uns Kinderbücher an, wo Kinder vielleicht bei den Großeltern leben oder dass es so vielfältige Materialien gibt und Spielmaterialien gibt, die dann eine Normalität kreieren oder versuchen, mehr zu kreieren. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, ja, die mich was gefragt hat in Bezug auf den Podcast, was ich gerne einmal vorlesen würde, eine Situation. In unserer Kita gibt es längst diverse Kinderbücher, Spiele und Bastelmaterialien mit verschiedenen Hautfarbenstiften, Puppen, mit und ohne Behinderung. Mit den Kindern handhaben wir das alltagsintegriert. Aber wie können wir das Thema Diversity, Vielfalt in der Elternschaft mit den Familien platzieren und für mehr Toleranz werben? Wenn wir unsere vielfältigen Spielmaterialien zum Beispiel ausstellen, also in Form eines Koffers, eines Info-Plakats oder so weiter, lenken wir dann nicht den Blick auf das Separate, also das Besondere? Verhalten wir uns dann nicht auch irgendwie diskriminierend? Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt,
denn bisher wurde immer nur die Norm gezeigt. Wir sehen bisher immer nur die Bücher, wo sozusagen Anna und Peter zusammen mit ihren Eltern Hand in Hand irgendwie zum Eisessen gehen. Mhm. Und es wird nicht gezeigt, dass sozusagen andere Kinder auch sozusagen Eisessen gehen wollen und Eisessen gehen vor allen Dingen auch. Und ich glaube, dass Eltern auch eine Weiterbildung brauchen, dass es Schulung braucht. Mhm. Also, dass es natürlich nicht so was von oben aufgesetztes sein kann, okay, das machen wir jetzt so und da fehlt der Kontext. Also, ich glaube, die Fragestellung da drin ist für mich auch, haben die Eltern auch genug Kontext, warum das so gemacht wird, mhm, und wie das auch für die Eltern in ihren Alltag mehr integriert werden kann. Also, wie kann es möglich sein, dass Eltern eben auch nicht nur sagen, ja, wenn du groß bist, dann wirst du eine wunderschöne kleine Freundin haben, sondern irgendwie sowas sagen können wie, ey, wenn du groß bist, wirst du eine Person haben, in die du dich verlieben kannst und die lieb zu dir ist. Und dann kann es alles sein. Und deswegen glaube ich, dass diese Bezugsperson von den Kindern, ob Eltern oder andere Bezugsgruppen, da natürlich sehr stark auch die Möglichkeit haben müssten, mitzulernen und auch Inputs zu bekommen und zu gucken, was können wir als Eltern eigentlich tun, um sozusagen unserem Kind sowas mit auf den Weg zu gehen, dass sie halt das auch, was sie im Kindergarten oder in der Kita lernen, mit zu Hause auch mit weiter umsetzen können. Ich würde jetzt mal der Familie unterstellen, die sagt, na, später wirst du bestimmt mal eine tolle Freundin haben oder es ist wer auch immer. Die meinen das nicht böse an der Stelle. Natürlich, ne? Das ist nicht, wieder nein, so ein gut gemeinter Ausdruck am Ende, aber doch auch nicht das, was wir eigentlich wollen. Und da gibt es ja auch noch andere Beispiele, ne? Also sowas wie, Heli ist unsere süße Schokomaus oder Hassan, jung, wein nicht, ist alles gut. Ab wann spricht man da von Diskriminierung als erste Frage und wie kann man sich da gut, ja, selbst reflektieren, um solche Ausdrücke nicht mehr zu sagen? Also ich glaube, es hat alles mit Diskriminierung schon zu tun. Sich vorzustellen, dass wir eine Vorstellung von Geschlecht haben und das sollte doch langsam überholt sein. Der Satz war ja, Hassan, Junge weinen nicht. Und, mhm, und das spielt sozusagen ja auch noch dann eine Rolle, wo welcher Name, mhm, oder welches Kind sozusagen welche Herkunft hat dann auch noch, mhm, da drin. Und ich glaube, dass viele Leute sozusagen den kleinen Benjamin auch schon noch zusprechen, dass er weinen könnte. Also, dass da auch noch Sachen ein bisschen passieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir sozusagen lernen müssen, das immer wieder zu hinterfragen, was sagen wir. Gerade auch so die Fragestellung, wenn wir in die Spielzeugabteilung gehen, mhm, wie krass sind die Spielsachen nach Gender sortiert und, ja, und wie sehr muss sozusagen da geguckt werden, dass wie kann ich mein Kind eigentlich da was mitgeben, gerade in diesen jungen Weinen nicht oder Satz, mhm, oder wie ein Mädchen zu sein hat und so eine Geschichte, ne? Und wie man das auflösen kann. Und das, da müssen Eltern genauso mitmachen oder Bezugsgruppen genauso mitmachen, der Kinder, wie, mhm, aber auch der Kindergarten oder die Kita selbst, genauso wie das Kind aber auch. Also alle zusammen haben da ein großes Lernspektrum. Nun kann es sein, dass es auch Kinder gibt, die sich anders fühlen oder sich als anders empfinden, sich nicht mit anderen identifizieren können. Hierzu haben wir einen kleinen Erfahrungsbericht eines Kollegen mitgebracht. Ich bin Florian Fritz, Multiplikator für Inklusion und Diversität in der Villa Chalier in Köln. Bei einem Fall gab es ein Mädchen, die Mama ist alleinerziehend und der Vater wohnt nicht hier in Köln und dadurch hatte das Mädchen nicht so viele Identifikationsmöglichkeiten, da ihr Vater dunkelhäutig ist und sie selbst auch eine dunklere Hautfarbe hat und krauseres Haar, also lockigeres Haar. Und sie hat sich dann irgendwann, war das so ein bisschen das Problem. Sie sah die anderen Mädchen, sahen die glatten Haare, hat sich damit irgendwie unwohl gefühlt und wir haben uns dann im Team gefragt, ja, diese Frage, komme ich in der Kita vor? Finde ich mich hier irgendwie wieder? Und haben dann mal die Bücher ein bisschen kontrolliert, haben neue bestellt und haben versucht, ihr eigentlich mal zu zeigen, es gibt super viele positive Beispiele von äußeren Merkmalen. Das ist ja erstmal nur äußere Dinge, aber das half ihr total. Meine Freundin kommt aus dem Kongo, die haben wir auch einmal eingeladen und für sie war das total schön, dass sie irgendwie gemerkt hat, oh, ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein Sonderfall, sondern um mich herum gibt es ganz viele Menschen, die auch so sind. Ja, wie geht's dir beim Hören des Beispiels?
Ja, ich bin unglaublich berührt gewesen von diesem Mädchen, was da ja einfach sozusagen so die eigenen Haare wieder mehr schätzen lernen durfte, musste und wie das aber auch gelöst ist, das fand ich voll schön. Ich glaube, ja, dass mir das auch geholfen hätte. Also ich hätte das, glaube ich, auch gebraucht, glaube ich, als Kind. Mhm. Auch diese komplizierten Haare immer zu haben und nie einfach in einen Heuhaufen springen zu dürfen, weil ich wusste, danach werde ich sozusagen mindestens 2 Stunden irgendwo sitzen müssen, um meine Haare wieder zu ich will es nicht entfitzen sagen, aber sie zu erleichtern. Ich fand es sehr schön zu hören, also dass das Kind sich dann auch wieder auf die inneren Werte so wieder bestürzen konnte mehr, und das finde ich auch sehr berührend. Mhm. Ich fand das auch total toll, wie die KollegInnen da drauf reagiert haben und wie sie da interagiert haben, und gleichzeitig ärgere ich mich manchmal. Mhm. Ich ärgere mich, wenn ich mir irgendwelche Filme anschaue, wo immer nur die weiße, blonde Prinzessin dargestellt wird, oder halt auf jeden Fall die Prinzessin muss den Prinzen heiraten oder sonst irgendwas, und so viele unterschiedliche Identitätsprobleme am Ende vielleicht auch entstehen, weil sich Kinder damit nicht identifizieren können, mhm, ne? Und auch nicht, wenn man sich selbst nicht sieht, nicht selbstwirksam werden kann, weil man sich selbst auch nicht, ja, irgendwo wieder drin sieht und gespiegelt sieht. Hast du da Ideen, wie man das innerhalb der Kita, also wo man vielleicht noch anders suchen kann, nach positiven Beispielen, dass wir vielleicht irgendwann, ich hoffe, von einer Welt träumen, wo ich nicht mehr darauf achten muss in einem Buchhandel, ob da jetzt wirklich nur weiße Kinder abgebildet sind oder und so weiter, ne? Also hast du da eine Idee, wo die KollegInnen da auch noch zusätzlich suchen können? Also das ist das Erste, was wir erstmal machen können, immer wieder genau hinzugucken, was steckt eigentlich in diesen Büchern drin, was steckt in diesen Puzzlen und den Spielen drin. Also ich habe zum Beispiel letztens auch ein Buch gekauft gehabt, so ein Klebeheftchen, mhm, und vorne war halt sozusagen weibliche Feuerwehrmenschen und auch schwarze Feuerwehrmenschen, und im Buch waren die nie wieder zu sehen. Und ich war so, nein, das gibt's doch gar nicht. Und ich war mir dann, es war mir so unangenehm, dieses Buch dann weiter zu verschenken. Also liegt jetzt noch in meiner Ecke da irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Ja, und das ist so, also die haben mich wirklich vorne mit der Vorderseite gelockt, mhm, und man muss eben genau hinschauen. Mhm. Und man muss immer wieder genau nochmal schauen, was wollen die sozusagen da mitgeben. Und ich glaube, es ist wirklich immer wieder ein Hinterfragen und auch immer wieder auch Anfragen bei Verlagen zum Beispiel. Hey, wir wollen Wimmelbücher, wo sozusagen nicht nur auf einer Seite ein Kind drauf ist, was im Rollstuhl ist, und ein Kind, was irgendwie schwarz ist oder was auch immer. Es muss jetzt auch nicht immer die gleichen sein, es können ja auch andere Sachen sein, sondern, mhm, sondern so verschieden wie möglich sein können. Und das, wenn das mal ein ganzer Kindergarten tut oder alle Kindergärten von Fröbel sich bei den großen Verlagen melden würden, mhm, dass man sozusagen da so ein bisschen so merkt, okay, wir haben wirklich einen Bedarf. Also, mhm, es sind Bedarfe da und die gedeckt werden müssen. Und ich glaube, dass es immer wieder die Fragestellung ist da drin, wie können wir das üben, also das auch zu benennen, also das immer wieder auch so sichtbar zu machen. Also tatsächlich fällt mir dazu in dem Bezug nochmal ein, eine andere Kollegin, die ich auch in Bezug auf unser Interview nochmal mit ihr besprechen konnte, die Kollegin, die erzählte mir, dass ihr einer entgegengekommen ist, die sagte, naja, aber sowas wie, jetzt fahren die Kopftuchfrauen schon mit Mercedes rum und ich muss Bus fahren. Was würdest du in solchen Momenten diesen Menschen begegnen? Gar nichts. Ich glaube, da brauche ich so viel. Also klar würde ich natürlich auch einen Versuch starten, ne? Und ich würde natürlich sagen, hey, wie drückst du dich eigentlich aus? Was ist da eigentlich denn, was ist der wirkliche Kern dahinter? Dahinter, mhm, steckt ja auch wieder was hinter. Also, mhm, so eine Aussage, die lässt so viele Defizite sichtbar werden und so viel nicht mit sich und mit seiner Situation im Reinen sein, und das zeigt eben auch wieder mal, wo setzt Rassismus an. Mhm. Also da geht es nicht nur um, ich mag die anderen nicht, sondern ich mag mich eigentlich nicht. Mhm. Und das ist sozusagen für mich, wo ich wirklich reingucken kann und denke so, oh wow, so einen Satz zu sagen, da ist so viel Defizit hinter, und ich glaube, das braucht viel. Also das braucht viel Lernraum, viel Verständnis auch erst einmal, um sich zu öffnen, um so wirklich reinzukommen. Und
es ist wirklich ein schwerer, ich glaube, dass es nicht einfach ist, da immer wieder hinter reinzugehen und immer wieder zu gucken, versteckt hinter solchen Sätzen. Also das macht was. Das macht was mit dem Zuhören, das macht was mit dem Satz. Es macht aber auch was mit der Person, die sowas sagt. Definitiv. Und ich denke dann immer, ja, ich kann bei sowas auch nicht weghören. Ich muss auch auf jeden Fall reagieren. Mhm. Jetzt gibt es aber auch natürlich Menschen, die das hören und sich danach ja so in den Po beißen und denken, oh Mensch, jetzt habe ich nicht reagiert. Mhm. Was würdest du diesen Menschen raten? Ich glaube, im Nachhinein haben wir auch, also ich habe das oft, dass ich im Nachhinein denke, oh, hätte ich mal das gesagt, hätte ich mal so gesagt oder hätte ich mal so und so reagiert. Und ich kann nur nach vorne denken und nach vorne mich mit mir versöhnen. Also um mich daran zu erinnern, dass ich beim nächsten Mal oder in einer ähnlichen Situation vielleicht davon noch mehr profitieren kann, dass ich sagen kann, okay, das und das hätte ich gern gesagt, beim nächsten Mal werde ich das und das und das eben sagen. Und nach hinten geht es nicht mehr. Also, und wir können einfach nur liebevoll mit uns sein und sagen, okay, ich hatte noch nicht die Kraft, aber ich habe sie nach vorne. Und darauf, das ist so für mich auch der Punkt, wenn es um Verbündetenschaft geht. Also wie können wir es schaffen, wenn sozusagen sowas passiert und wir sowas hören, wie können wir es schaffen, da wirklich Verbündete zu werden und in unsere Kraft zu kommen und darauf zu reagieren. Mhm. Und das ist halt ein Üben. Das ist ein Üben und immer wieder zu bemerken, okay, was gibt es für Handlungsspielräume, was kann ich den Menschen mitgeben, ohne diesen Rahmen zu sprengen, aber gleichzeitig aber auch ganz knapp und klar zu sagen, so was geht hier nicht in diesem Raum. Und das ist ein Prozess, eine Praxis. Das ist eine Praxis. Mhm. Mhm. Wieder die Antwort, die man nicht geben kann, ne? Aber ja, Dankeschön. Mhm. Wir haben noch einen Einspieler mitgebracht. Wir haben ein Kind in der Einrichtung, das als Junge wahrgenommen wird. Und dieses Kind lässt sich die Haare schon lange wachsen. Hat inzwischen einen sehr, sehr langen Zopf. Und die anderen Kinder möchten oft zum einen diese Haare anfassen. Da weiß ich zwischendurch auch nicht genau, wie ich auf die einzelnen Situationen reagieren soll, wenn wirklich ich nicht einschätzen kann, ob es von anderen Kindern eine Neugier ist, die ich gerne wertschätzen möchte, ich aber natürlich das andere Kind schützen möchte in dem Moment. Und ganz extrem war diese Situation vor kurzem beim Mittagessen. Beim Mittagessen saß der Junge am Tisch, hatte seine Haare wie immer nach hinten gebunden. Und die anderen Kinder am Tisch fingen an, diese Haare zu kommentieren. In Dauerschleife, du hast lange Haare, du bist ein Mädchen, du hast lange Haare, du bist ein Mädchen. Dadurch, dass es aber eben kein körperlicher Angriff war, sondern wirklich das rein Sprachliche, ist es lange nicht aufgefallen. Es hat zu lange gedauert, bis jemand hören konnte, was da gerade passiert. Ich würde gern thematisieren, wie wir möglichst früh einfach ansetzen können, um solche Situationen zu vermeiden? Also ich glaube, das braucht immer wieder Gespräche und frühe Gespräche, dass es total in Ordnung ist, dass Kinder lange Haare haben, kurze Haare haben, dass Jungen, die als Jungen sozialisiert sind, auch lange Haare haben dürfen und dass es Menschen gibt, die ganz viel Locken haben und dass es Menschen gibt, die rote Haare haben und Menschen gibt, die blonde Haare haben. Und dass es total in Ordnung ist, dass wir alles für unterschiedliche Haarfrisuren haben und dass es auch nicht sozusagen geschlechterspezifisch sein muss und dass die Kinder sozusagen von früh an das einfach lernen. Also so völlig in Ordnung, dass es völlig in Ordnung ist, dass alle verschiedenartig sind. Und es braucht es aber von Anfang an, wenn dieses Kind schon von Anfang an lange mit langen Haaren in die Gruppe gekommen ist, dann muss es einfach von Anfang an irgendwie ein Thema werden, weil wir eigentlich ahnen, dass es irgendwie darauf hinlaufen kann. Weil das sozusagen etwas ist, was unsere Gesellschaft prägt. Wir wissen, uns wird eingebläut und eingetrichtert, dass männlich sozialisierte Menschen kurze Haare haben und weiblich sozialisierte Menschen lange Haare haben. Und wenn es irgendwie andersrum ist, dann ist es irgendwie was Neues und dann wird darüber geredet. Und ob es dann werden Fragen gestellt. Und ich finde, dass da hätte früh schon angesetzt werden müssen. Die Frage ist aber, wenn es jetzt schon soweit ist, jetzt sind wir ja schon an der Stelle,
dann braucht es immer wieder Gesprächsstoff dazu. Vielleicht gibt es ja sozusagen Geschichten, wo der Junge auch oder wo ein männlich sozialisiertes Kind auch lange Haare haben kann. Vielleicht können wir eine Geschichte schreiben, warum Don Röschen sozusagen eben auch ein Junge ist da oben und lange Haare braucht. Oder vielleicht können wir sozusagen Geschichten umschreiben oder sonst wie. Und das finde ich super wichtig, dass das halt in so einem Kindergartenalltag auch geübt wird, weil so prägt sich das ein. Und da braucht es, glaube ich, wirklich Schulung und immer wieder Gesprächsstoff und Lernräume für die Kinder, aber auch für alle Beteiligten. Und vor allen Dingen weckt der Fokus von dem Kind, was jetzt irgendwie was erklären muss oder was in Zentrum gestellt wird, aber auf eine unangenehme Art und Weise, sondern es geht darum zu gucken, wie kann das Kind geschützt werden und dass es völlig in Ordnung ist und dass es Teil von Normalität ist, auch lange Haare haben zu können, glaube ich, dass die Kinder das lernen dürfen und immer wieder praktizieren müssen. Also, dass es ein Praktizieren ist, so von dem, hey, eine Person hat irgendwie kleine Hände und die andere Person hat große Hände oder die eine Person hat noch kurze Beine und die andere ist halt ein bisschen größer, na und? Und darüber sozusagen eine Norm herzustellen. Nun ist es ja so, dass wir das in der Kita vielleicht herstellen können, ne? Und du hast es ja selbst gesagt, ne? Mhm. Die Gesellschaft ist aber tatsächlich anders geprägt. Wir haben das vorhin auch schon an einigen Stellen. Wenn jetzt Eltern kommen oder andere Familienmitglieder, Großeltern, Tante, Onkel, wer auch immer, und das Kind abholen und in Frage stellen, dass zum Beispiel ein Junge, also der jedenfalls als Junge sozialisiert aufwächst, ein Kleid anhat und sich darüber beschwert einfach. Wenn sozusagen die Haltung der Kita ist, ey, bei uns kann er alles tragen, bei uns kann er alles ausprobieren, muss sich selbst der auch finden. Was würdest du den Einrichtungen raten, die auf solche Elternteile oder eben aber auch Familienmitglieder stoßen? Also ich würde es, glaube ich, in Elternabenden besprechen. Ich würde das in, keine Ahnung, ob es auch Weiterbildung in Kitas für Eltern gibt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber also in solchen Räumen muss das besprochen werden. Also dass es auch teilweise für Kinder sozusagen wichtig ist für ihre Findungsphase ist und dass es Kinder gibt, die sozusagen weiterhin gerne Kleider tragen wollen. Und für manche Kinder hört es dann auch wieder auf und dass das halt alles okay ist und dass man da Lernräume schaffen darf. Also ich wiederhole mich da ja immer wieder mit den Lernräumen, aber es sind Lernräume, die geschaffen werden müssen und da würde ich halt auch wieder ansetzen. Also da geht es ja um Ängste, da geht es um, was für Gefühle stecken dahinter. Warum haben Eltern eigentlich das Gefühl, wenn mein Kind einen Rock trägt, was sind das für Konsequenzen, die Eltern da als Befürchtung haben? Und die muss man sich angucken und daran muss man arbeiten und ich glaube, das braucht es halt auch. Dankeschön. Wir haben festgestellt, dass insgesamt sowohl in unserem Alltag als auch in pädagogischer Fachliteratur unheimlich oft differenziert wird zwischen Kindern, indem explizit Jungen und Mädchen geschrieben wird. Wir wünschen uns mehr Offenheit für die geschlechtergemischte Nutzung von Spielzeugen und den geschlechtergemischten Umgang mit Angeboten. Und wir sprechen auch oft mit den Kindern darüber, wenn zum Beispiel ein Kind mit der Puppe spielt und ein anderes Kind nimmt ihm die Puppe weg und sagt, du kannst damit nicht spielen, das ist ein Mädchenspielzeug. Warum dürfen einige Kinder mit etwas spielen und andere nicht? Wir haben einen extra Raum dafür, das ist das Cockpit der Gefühle. Da ist nochmal der Fokus eben genau auch auf dem Philosophieren. Und da hat man dann auch Zeit und Raum, nochmal weiterzudenken mit den Kindern gemeinsam. Warum sind manche Spielzeuge eurer Meinung nach nichts für einige Kinder? Und es ist ganz spannend, wie viel da schon bei den Kindern alleine in diesem kurzen Moment passiert, wie da schon umgedacht wird. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir noch weitere Hinweise oder Ideen kriegen, wie wir das im Alltag einfach noch mehr forcieren können. Ja, die Offenheit bei den Kindern weiterhin anzuregen. Also ich glaube, ich finde es auch wichtig, von Kindern zu sprechen oder Kinder zumindest auch fragen, wie sie gerade benannt, angesprochen werden wollen und sie nicht in irgendwelche Genderrollen presst. Und gerade auch was Spielzeug angeht, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, dass wir da einfach das so offen wie nur möglich gestalten können und dass Kinder sich da selber finden und wir das Vertrauen haben dürfen, dass die Kinder auch
sich einfach finden werden und auch genug Kraft und Resilienz haben, um sozusagen ihre eigene Genderrolle zu entwickeln und zu bekommen und für sich zu kristallisieren. Und dass, wenn umso offener und entspannter Erwachsene sind damit, kann das auch für so ein Kind einfach eine Möglichkeit sein, dass es auch so entspannt und offen und frei sein kann, sich zu entfalten. Und deswegen glaube ich, wenn wir von Kindern sprechen, dass da erstmal alle Kinder mit gemeint sind, die sich im Gender bewegen wollen oder außerhalb oder die sozusagen gar nichts mit Mädchen und Jungen zu tun haben wollen oder sozusagen beides in sich tragen oder was auch immer, was sie sozusagen für sich kristallisieren wollen, dass sie das auch ausleben dürfen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, wenn wir da einen neutraleren Begriff haben, als zu sagen Mädchen und Jungen, weil wir dadurch sozusagen auch wieder ausschließen, genauso wie bei Erwachsenen, wenn wir von sehr geehrte Damen und Herren sprechen, in jedem Brief, den wir von irgendwelchen öffentlichen Räumen bekommen, wie können wir es eigentlich schaffen, das so zu schreiben, dass sich alle Menschen sichtbar fühlen und da inkludiert fühlen. Und das finde ich halt super wichtig. Und genauso wie ich das bei Erwachsenen fordere, würde ich das gerne auch bei Kindern, wenn wir wünschen wollen, dass Kinder sozusagen ihren eigenen Weg da drin beschreiten können und wir darin unterstützend sind und den Raum, den sie haben, so frei ausfüllen können, dass sie halt ihre eigene Rolle da drin finden können. Ja, die Anrede ist tatsächlich auch immer wieder so ein Punkt, wie macht man es falsch? Da sind, glaube ich, auch ganz, ganz viele Menschen ja überfordert vielleicht auch ein Stückchen weit, gerade in öffentlichen Reden und so weiter. Man hört es auch immer wieder, dass es einfacher ist, Texte zu lesen, wenn nur ein Geschlecht genannt wird und so weiter. Hast du da eine Idee, einen Tipp, weil du es gerade auch schon gesagt hast, sehr geehrte Damen und Herren, heißt es halt nicht, hast du eine Idee, wie man es anders aus jetziger Stand, muss, sagst du ja auch immer wieder, aus jetziger Sicht machen würde? Ich schreibe zum Beispiel immer, liebes Team von der Finanzbehörde. Oder ich schreibe Hallo oder Guten Tag. Oder schreibe zum Beispiel Guten Tag, Anne Müller. Wenn ich den Vornamen natürlich habe, wenn ich den Vornamen nicht habe, dann schreibe ich einfach nur Hallo oder Guten Tag, Person. Gibt es zum Beispiel auch was, Person Müller. Und es ist alles noch ungewohnt, weil wir es einfach nicht genug sehen und kennen. Und es wirkt erstmal steif und es wirkt kantig. Und wenn wir es aber alle machen, wenn wir das immer mehr machen, also ich meine, wie komisch habe ich geguckt, als ich das erste Mal gesehen habe, liebe alle. Und mittlerweile ist es aber doch irgendwie auch okay zu sagen, liebe alle. Mhm. Und das ist sozusagen, glaube ich, dass es eine kreative Praxis sein kann, wie wir es schaffen können, so wirklich zu überlegen, wie wir das schreiben können. Wenn wir ein bisschen herzlicher sein können, dann können wir schreiben lieb und Sternchen dazu. Und dann ist es halt irgendwie auch weg, dass wir sozusagen lieber oder liebe schreiben müssen. Und wir wissen es einfach nicht. Wir haben Mutmaßungen, wenn wir Anne lesen, Anne Müller, das womöglich weiblich positioniert ist. Aber es muss nicht so sein. Und wenn wir da sozusagen eine offenere Schreibweise, eine offene Art fordern wollen, die sozusagen inklusiver denkt, kann man da irgendwie kreativer sein und vor allen Dingen auch wieder zu gucken kann, wie Leute, die sozusagen davon betroffen sind, wie die das eigentlich für sich nutzen und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten. Und ich glaube, da dürfen wir endlich mal kreativ sein. Sprache darf da mal kreativ sein. Wie kann diese höher, schöner, schneller, weiter Welt sozusagen, wo alles so eine Richtlinien hat und jetzt hier, wo ich die Möglichkeit habe, sagen alle, na, aber ich kenne es doch gar nicht anders. Das heißt doch schon immer, sehr geehrte Damen und Herren. Also lasst uns da auch mutiger sein. Greta hat eben gerade auch nochmal das Wort gleich genutzt. Ich möchte da gerne auch nochmal kurz anknüpfen. Ne? Alle Menschen sind gleich? Fragezeichen. Nein, sind sie nicht. Sie sind individuell. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden? Nein, sollen sie nicht. Meine Frage an dich, Gleichheit oder Gerechtigkeit? Auf jeden Fall Gerechtigkeit. Also ich glaube, dass wenn wir gucken, was alle für Bedürfnisse haben und manche Leute eben mehr brauchen und manche Leute weniger brauchen, dass sich das auch wieder ausgleicht im Großen und Ganzen. Und wenn wir wirklich schauen, was, wenn wir bedürfnisorientiert herangehen und gucken, was die einzelnen Gruppen oder Menschen brauchen, dass es die Möglichkeit ist, dass eine gerechtere Welt entstehen kann. Und wir brauchen keine gleiche Welt. Kennst du dieses Bild, wo sozusagen ein Fußballspiel ist und davor ist eine Mauer? Und dann sitzt einer, der 1,80 groß ist, kann noch über die Mauer gucken. Mhm. Und ein Kind, was sozusagen, keine Ahnung, 1 Meter groß ist, kann gar nicht rüber gucken. Und eine Person im Rollstuhl kann noch viel weniger rüber gucken.
Und die Frage ist, ist das jetzt Gleichheit? Weil wir das jetzt alle eine Mauer haben. Die Mauer ist halt 1,50 Meter hoch. So. Mhm. Und es geht aber um Gerechtigkeit. Letztendlich braucht es vielleicht einen Gatterzaun, wo alle durchgucken können. Mhm. Oder es braucht für das Kind 2 Hocker, wo es raufstellen kann. Die Person im Rollstuhl braucht vielleicht eine Rampe, um hoch rüber zu gucken. Oder also dass es so darum geht, wie können Dinge einfach gerechter sein und was für Bedürfnisse haben Menschen und nicht um Gleichheit. Es geht nicht um Gleichheit. Wir brauchen nicht alle das Gleiche. Mm-mm. Ja, das finde ich gerade im Kita-Kontext nochmal wichtig. Mhm. Ne? Also ne? Nicht alle Kinder sind gleich, dass man bedürfnisorientiert guckt und nicht alle Kinder gleich behandelt, sondern eben gerecht behandelt. Mhm. Ich habe noch einen Einspieler mitgebracht und zwar von Jakob Fritz. Jakob ist bei uns Abteilungsleiter für Personalentwicklung und Fortbildung. Und der hat folgende Frage. Wir waren in dieser Veranstaltung mit Laia, das war ein sehr gemeinschaftliches Verständnis gegenüber den Dingen. Das heißt, wir hatten da auch einen klaren Konsens, was es bedeutet für uns, aber auch für andere. Was ist mit den Leuten, die nicht in diese Fortbildung gehen? Wie kann man diese für dieses sehr wichtige Thema sensibilisieren? Und das habe ich für mich noch nicht klären können und hoffe, dass wir da einfach auch einen guten Weg finden, Leute darauf anzusprechen, die das Thema eher vermeiden wollen. Ich glaube, dass das schwierig ist, dass es wirklich nicht einfach ist, Menschen, die erstmal gar keinen Bezug dazu haben wollen, ihnen den Bezug nahebringen zu wollen und zu müssen. Die Frage ist, in welchem Kontext? Sind es Menschen, die sozusagen im Kita-Kontext arbeiten und schon konkret da drin sind? Ich glaube, da gibt es nicht viel Spielraum für, als sich dem Thema sozusagen irgendwie zu öffnen. Mhm. Also ich glaube, Vielfalt oder eine diskriminierungskritische, diskriminierungsfreie Kita-Bildung sozusagen anzubieten, ohne dass ich das mitdenke, ohne dass ich mich selber bilde, ohne dass ich gucken kann, was brauche ich eigentlich an Informationen von externen Menschen, die vielleicht sich damit besser auskennen, kann für mich, glaube ich, in so einem festen Konstrukt von ich bin in einem Angestelltenverhältnis nicht weiter funktionieren. Also Entschuldigung, aber ja, was macht ihr dort? Also wenn es dann um Eltern geht, die sozusagen sich dem Thema verschließen wollen, die kann ich meines Erachtens auch nicht richtig retten und abhelfen, ihnen helfen. Also dann tun mir die Kinder einfach unglaublich leid, die sozusagen da ein sehr enges Verständnis von Welt bekommen müssen. Und die sind sozusagen auch für mich meines Erachtens die wo ich dann denke, okay, die werden es hoffentlich auf eine andere Art später nochmal irgendwie härter lernen müssen oder nochmal verstärkt als Erwachsene, wenn sie sozusagen eine Wahl haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach, dass keiner drumherum kommt, egal in welcher Branche ich bin, egal wo ich bin, egal wo ich arbeite, egal was ich für welchen Studiengängen ich teilnehme, ich komme nicht darum, über hinweg zu gucken, wo findet in unserer Branche, wo sehen wir da Machtkritik, wo sehen wir da sozusagen eine Ausgrenzung, wie können wir dafür sorgen, dass wir sozusagen ein inklusiverer Arbeitsplatz, eine inklusivere Branche sein können. Jetzt hier in der Bildung macht es natürlich noch, ist es sichtbarer, ist es fokussierter, aber ob nun im Handwerksgewerbe oder sonst woanders, muss sich immer die Frage gestellt werden, welches Wissen nehmen wir uns hier an, wer ist sozusagen mit im Boot, welche Kolleginnen fehlen hier eigentlich noch? Also alle möglichen Fragen gehören eigentlich dazu und die müssen sozusagen sich überall gestellt werden und da kommt man nicht mehr drum rum. Also ich glaube, die Leute, die das nicht mehr machen wollen, die sind dann auch nicht mehr richtig, denen ist nicht mehr viel zu helfen. Okay. Glaube ich. Ein bisschen. Ich glaube, ich verstehe dich. Wenn ich jetzt aber, auch das ist ja auch der Hintergrund, den Jakob, deswegen habe ich ihn auch nochmal vorgestellt, jetzt auch so hat, ne, der guckt natürlich aufs Trägersicht, auf alle Mitarbeitenden, ne, Thema Personalentwicklung. Hältst du es da für sinnvoll, den KollegInnen so eine Fortbildung einfach aufzubrummen? Oder soll man ihnen die Zeit, alle Zeit der Welt lassen, um sich zu einem so einem Wahlseminar, wie du es gegeben hast zum Beispiel, anzumelden?
Also ich glaube, ich habe ja beide Seminare gemacht. Ich hatte Wahlseminare angeboten und ich hatte aber auch schon Seminare angeboten, wo eine Kita sozusagen sich verpflichten durfte, daran teilzunehmen. Und das ist auch unterschiedlich angekommen. Also ich sag mal, zu 75% war das auch, oder 80% war das sozusagen auch immer auch ein Raum, wo die Leute wirklich das wissen und lernen wollten und auch verstanden haben, was es geht und da sozusagen ihren Lernraum erkannt haben. Und dann gab es halt diese Räume, wo Leute freiwillig kommen, wo ich das Gefühl hatte, okay, die sind da. Also ich glaube, es geht darum, so viele wie möglich Angebote zu machen. Also und zu merken, hey, wir kommen nicht mehr drum herum, es ihnen schmackhaft zu machen, so bestmöglich. Und ich weiß nicht, ob Druck nun die wirkliche Lösung sein kann. Aber es braucht, glaube ich, sozusagen Anreize. Also und auch emotionale, intrinsische Anreize, sich sozusagen dem Thema zu stellen. Und da glaube ich, dass das von Fröbel auch ermöglicht werden kann. Also dass es nicht nur sowas ist, was irgendwie einmal im Jahr irgendwo mal irgendwo auftaucht, sondern was regelmäßig ein Indiz ist, wo man gucken kann, wie kann ich mich da weiterbilden. Es gibt kein Patientenrezept für jede Einrichtung gleich. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sozusagen in den Räumen sind, die schon ein bisschen weiter sind und vielleicht schon sich auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, es geht so darum, im Austausch zu bleiben, also wirklich im Austausch zu bleiben. Und es gibt auch keine Lösung. Das, worüber ich heute spreche, das kann sich vielleicht auch wandeln und entwickelt sich ja auch. Aber ich glaube, was sich nicht wandeln wird, ist sichtbar zu machen, dass es Menschen gibt, die sozusagen Ausgrenzungserfahrungen machen und deren Bedürfnisse irgendwie so zu zentralisieren, dass es für die einfach sozusagen leichter wird in dieser Welt. Die Themen Geschlecht, sexuelle Orientierung und Identität sind auch im frühkindlichen Bereich große Themen. In Bezug auf unsere männlichen Fachkräfte kommt es hier hin und wieder zu Diskussionen. Wir hören mal unseren Kollegen Florian Fritz aus dem Fröbel-Kindergarten und Familienzentrum Bea Chaillet. Ich würde aus einem Fallbeispiel von unserer Kita berichten. Und zwar geht es da um so ein bisschen so das Thema Diskriminierung Mann in einem typischen Frauenberuf. Speziell ist ein heikles Thema, also hier in der Einrichtung war es dann so, das Thema Wickeln und Körperpflege. Es war so, dass wirklich konkret Eltern dann zur Leitung gegangen sind und das gefragt haben, weil sie haben dann mitbekommen, dass Männer hier arbeiten. Das war soweit auch okay. Und als dann aber bewusst wurde, oh, sie helfen auch, wenn zum Beispiel beim Wickeln oder sie gehen auch mit meinem Kind auf Toilette, wenn zum Beispiel die Hose nass geworden ist. Als das bewusst wurde, dann wurde das Gespräch zur Leitung schon gesucht und gesagt, oh Moment mal, das war uns aber gar nicht klar. Und das war dann für die Eltern dann doch irgendwie auch ein Problem. Wir hatten verschiedene Fälle. Also ich sag mal, einmal war es eher so ein Kontext, so grundsätzlich so, bei uns in der Familie wickeln Männer gar nicht, auch der Onkel nicht, selbst der Vater nicht. So, das war irgendwie so dieses strikte Rollenbild, dass Männer mit Erziehung und auch so Körperpflege da irgendwie raus sind. Das Beste daran war, dass die Leitung eine klare Haltung vermittelt hat, also den Eltern wirklich klar gesagt hat, das sind Kollegen, die hier arbeiten und professionelle Arbeit leisten. Und es war eine klare Haltung vom Träger und von der Leitung zu spüren. Und das hat uns als Mitarbeiter super stabilisiert. Wir konnten das sehr transparent gestalten von unserer Arbeit her. Und das hat den Eltern totale Sicherheit gegeben. Und sie haben sich dann im Grunde reflektiert und mussten ihr Rollenverständnis abgleichen damit. Und jetzt machen wir es im Grunde so bei den Neuanmeldungen, dass man das direkt, also kein großes Thema macht, sondern aber schon sagt, hier arbeiten Männer, die erfüllen alle Aufgaben wie ein Erzieher oder Erzieherin. Und dann ist das eigentlich von vornherein so eine klare Sache und vom Tisch, sag ich mal, ne? Also so die Zweifel. Das sozusagen als ein Statement unseres Kollegen. Das ist aber tatsächlich nicht die einzige Einrichtung natürlich, die das Phänomen Mann in Kita und trifft auf unterschiedliche Reaktionen hat. Ich habe auch einen Kollegen gehabt, der mir erzählt hat, als die Mutter erfahren hat, dass ich der Bezugserzieher werde, ist sie in Tränen ausgebrochen und ist zur Leitung gerannt. Die Frage, die sich am Ende für uns ein Stückchen weit auch stellt, dass, Florian hat es jetzt erzählt, das ist eine Vorhergehensweise, wie die Kita handelt und wir als Träger sagen auch, dass uns das Geschlecht total egal ist, dass jeder bei uns willkommen ist. Wie kann es den Einrichtungen gelingen, ja,
da unterstützend zu sein und den Eltern gerecht zu werden und natürlich auch den Kindern am Ende. Also ich finde die Herangehensweise sehr gut gewählt und ich fand es, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich glaube, dass das wirklich vielerorts ein Problem ist. Und ich finde aber die Art, wie damit umgegangen wurde, kann ich gerade auch aus meiner machtkritischen Perspektive wirklich nur befürworten und lade alle möglichen Geschlechter an, ein Erzieherin zu werden. Also alles gut. Liebe Laia, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es waren wirklich ganz tolle, spannende Impulse, anregende Aspekte. Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen auch Impulse für ihre pädagogische Arbeit mitnehmen können und danke dir sehr, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung und immer wieder gern. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen, Tipps zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne an podcast@fröbel-gruppe.de. Dieser Podcast wurde mit Mitteln aus dem Programm Aufleben realisiert.